Herzlich willkommen aus Stuttgart. Wir stehen hier vor dem Mercedes-Museum. Und ich weiß nicht, ob da schon eine Mercedes E-Klasse der Baureihe W213 drin steht. Es wäre vielleicht an der Zeit, denn nach 4 Jahren hat Mercedes die E-Klasse komplett überarbeitet. Das ist das neue Modell. Und ich fange diese Moderation von hinten an, denn hinten, finde ich, ist die neue Schokoladenseite der E-Klasse. Mercedes hat nämlich einfach gedacht, die Rückleuchten, die ist zu nah an der C-Klasse, die sehen so bräsig aus, nicht mehr modern genug. Was haben sie gemacht? Sie haben das einfach schärfer gezeichnet, geht in die Heckklappe mit über und ich finde das total ein neues, schönes, dynamisches Design, gefällt mir richtig gut. Und was die E-Klasse sonst noch so kann, gucken wir mal. Ich knie nieder vor der neuen E-Klasse und das hat sie sich auch verdient, denn ein bisschen mehr Bling-Bling hier im Grill, LED-Scheinwerfer, serienmäßig und es gibt 2 unterschiedliche Motorhauben und diese haben jetzt so Power-Domes und die Hamburger Polizei fährt ja E-Klasse als Dienstwagen, also als Peterwagen und ich muss sagen, freut euch drauf, so dynamisch war die E-Klasse noch nie. Warum wohl ist die E-Klasse Deutschlands Taxi Nummer 1? Ich kläre auf. Ihr seht es selber, diese Kniefreiheit, diese Kopffreiheit. Ich bin jetzt 1,80 Meter groß und dieses Auto hat ein Schiebedach, also ein Panoramadach und das nimmt auch einige Zentimeter. Ich könnte auch 1,90 sein und würde mit dem Kopf nicht anstoßen. Also die Platzverhältnisse in der E-Klasse sind unbestritten super und auch hier nach dem Facelift unverändert. Natürlich, das Taxi hat nicht so ein feines, elegantes Leder, sondern MB-Tex kannst du besser abwischen. Und der schönste Platz in der E-Klasse ist sowieso vorne, also kommt mal mit nach vorne. Die größte Neuerung in der E-Klasse ist natürlich innen. Und es geht um das MBUX-System und um die Sprachbedienung, um den Touch. Screen und wir gucken uns mal diese beiden großen Screens an. Der mit den digitalen Instrumenten ist jetzt immer Serie, also keine analogen Instrumente mehr. Der, auf dem kannst du rumtatschen. Du kannst hier die Karte vergrößern, verkleinern. Vor allen Dingen aber kannst du jetzt mit der neuen E-Klasse auch reden. Hey Mercedes. Ja, bitte. Spiele SWR 3. Kannst du das bitte noch einmal sagen? Spiele SWR 3. Entschuldigung, dabei kann ich dir gerade nicht helfen. Hey Mercedes. Was kann ich für dich tun? Ich möchte SWR 3 hören. Na also, normalerweise geht das viel schneller. Und wir haben jetzt die Beifahrertür auf. Das heißt, ganz viele Geräusche kommen von außen rein. Und dann kann das System nicht auf meine Sprache so reagieren, wie es sonst könnte, wenn wir nur geschlossen fahren. Und ich muss euch noch eine weitere Neuerung zeigen. Die ist hier. Größeres Fach für kabelloses Laden. Das ist jetzt ein iPhone Plus. Das passt rein. Und du kannst dieses System redundant bedienen. Das heißt, du kannst hier mit dem System reden. Du kannst touchen. Du kannst hier auf dem Pad bedienen. Und es gibt noch als Option diese Cobra genannte Variante. Dann ist das Pad hier oben und unten ist der Drehrücksteller. Also Mercedes bietet alles an. Und es funktioniert alles wirklich auch gut. Und wir fahren ja meistens mit geschlossenen Türen. Wir starten jetzt hier. Ihr habt gemerkt, es war gerade Start, Stopp, Motor ist ausgegangen und ich habe aufs Gas gedrückt, Motor sprang blitzartig wieder an. Das kennen wir von Start, Stopp, aber hier rumpelt er nicht mehr, sondern er hängt am 48 Volt Bordnetz und dieses 48 Volt Bordnetz sorgt dafür, dass beim Losfahren, beim Anfahren, wenn der Motor anspringt, er elektrisch unterstützt wird. Was hat das für einen Sinn? Er fährt nicht mehr so rumpelig an. Und außerdem kannst du mit diesem neuen System viel besser boosten. Das sind 4 Zylinder.
aber der hat 195 kW, das sind 265 PS. Und er wird unterstützt von einem Elektromotor mit 15 kW, also 22 PS. Und das merkst du beim Beschleunigen, da kommt ein bisschen was. Und ihr stellt euch die Frage, warum geht Mercedes bei einem 300D auf Vierzylinder und verwöhnt uns nicht mehr mit einem schönen reinen Sechszylinder? Naja, die müssen Sprit sparen. Und wenn die Sprit sparen, Mercedes, dann sparen sie auch CO2. Kommt weniger hinten raus, besser für die Umwelt. Und das geht eben nur mit so einem Vierzylinder, der elektrisch unterstützt wird. Und so nach und nach werden alle Firmen ihre Motoren elektrifizieren. Das heißt 48 Volt Bordnetz oder gleich ein Plug-in-Hybrid. Denn nur wenn der Motor elektrisch unterstützt wird, kannst du Sprit sparen und somit auch CO2. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt schon ein paar Kilometer gefahren mit dem Auto. Der Bordcomputer sagt mir 5,9 Liter im Durchschnitt, 5,9 Liter Diesel. Und das ist gemessen an dieser Leistung, 265 PS plus Boosten. Das ist gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Also unter 6 Liter und dann hast du diese Power, diese Performance. Das hat Mercedes richtig gut gelöst. Und das geht eben nur, wenn du ein Auto elektrifizierst. Und als ich gerade ausgestiegen bin und mal einmal ums Auto rumgegangen bin, da habe ich noch einen Schrecken gekriegt. Der steht auf 20 Zoll Alus. Und er hat Mischbereifung hinten 2,75, 30, 20. Vorne sind wir bei 2,45, 35, 20. Ganz ehrlich, ich hätte es beim Fahren, hätte ich nie darauf getippt, dass es 20 Zöller sind mit so wenig Gummi. Das heißt, eigentlich mit so wenig Komfort. Das Auto federt. Das sperrt sämtliche Bodenwellen, Unebenheiten aus. Selbst mit 20 Zoll Alus federt er richtig gut und hat noch einen ganz angenehmen Restkomfort. So, G-Klasse, da mogeln wir uns mal rein. Ja, Anzug ist super. Also kommt richtig gut von unten raus. Der hat beim Starten schon gleich ab 1800 Touren geht richtig die Post ab bei dem Auto. Den will man eigentlich als Dienstwagen haben. Nur leider sagt der Chef dann, du kriegst aber nur ein E200D oder ein 220D und kein 300D. Schade. Das ist echt ein toller Motor. Und es ist ein Vorgriff auf die neue Motorengeneration. Dieser Motor wird demnächst in allen Mercedes-Modellen Einzug halten. Ich habe eben was gesagt zum Komfort. Natürlich ist die E-Klasse auch weiterhin komplett auf Komfort getrimmt. Und auch mit so einem 265 PS Diesel wird so eine E-Klasse nicht zu einem BMW. Das will er auch gar nicht sein. Mit einem 265 PS Diesel BMW, der hat einen reinen Sechszylinder. Damit kannst du ordentlich Kurven räubern. Der ist ganz anders ausgelegt. Dieses Auto lässt dich einfach in Ruhe. Das Auto hinter mir ist 4 Jahre alt, zumindest die technische Basis. Aber du merkst es nicht. So frisch hat Mercedes die E-Klasse gemacht. Und wenn wir ehrlich sind, gab es ja in dieser Klasse immer einen Dreikampf. Mercedes E-Klasse, Audi A6, BMW 5er. Für mich ist dieser Dreikampf offen wie noch nie. Neue Motoren, neue Connectivity. Und ich weiß nicht, wer am Ende da gewinnt. Das kann nur ein Autobild-Vergleichstest zeigen. Und auf den bin ich sehr gespannt.